Die Brucker Theatermeile ist zurück. 6 Theatergruppen, allesamt außerberufliche Theatergruppen aus Bruckener Leiter und der nächsten Umgebung, präsentierten an einem Nachmittag 20-minütige Kurzproduktionen zum gemeinsamen Thema Begegnungen. Die Brucker Theatermeile ist ursprünglich so entstanden. Es gab ein Fest, 777 Jahre Stadterhebung, und da sind die Kulturvereine gebeten worden, ob sie nicht teilnehmen wollen. Und wir, die Brucker Theatergruppen, haben uns zusammengeschlossen und haben nach langem Hin und Her überlegen, eigentlich im Jahr 2016 dann die erste Brucker Theatermeile, die Idee geboren. Die Theatermeile ist so, dass wir, heuer sind wir 6 Theatergruppen, die an 3 verschiedenen Plätzen, an 3 verschiedenen Bühnen spielen, jeweils 3x 20 Minuten. Das hat den Vorteil, dass das Publikum sich ohne Stress jedes Stück einzeln anschauen kann, und es bleibt sogar Zeit, dass man sich dazwischen stärken kann. Jedes Jahr ein anderes Motto. Dieses Jahr ist das Motto Begegnungen. Also ganz was Spannendes, und jede der Theatergruppen hat mit Sicherheit ihre eigene Art und Weise, wie man mit Begegnungen umgeht. Bei manchen wissen wir es nicht, nachdem wir auch Improvisationstheater dabei haben, logischerweise. Bei anderen, die wirkliches Theater nach vorgefertigten Texten machen, wissen wir es natürlich schon. Aber bunt gemischt. Musik, Sprache, kleine Stücke. Wir, das Ensemble 83 aus Bruck an der Leiter, präsentieren heute Ausschnitte aus unserem Musical, das wir vor 12 Jahren hier im Stadttheater Bruck gespielt haben und unter anderem auch in Wien zweimal im Ateliertheater. Und zwar war der Titel des Stückes I Love You, You're Perfect, Now Change. Erstes Date, neue Frau, sauberes Hemd, mir wird flau, Zähne putzen, Haare frisch, Hallen klein, Unterwäsch, auf der Schäfe überall, doch sie dumm ist für den Fall. Es ist eine musikalische Komödie, es werden unterschiedliche Szenen in diversen Situationen des Lebens gezeigt, und ich denke, es war damals ein sehr, sehr großer Erfolg. Was genau soll diese Theatermeile denn bewirken? Die Bekanntheit der Theatergruppen überregional zu erweitern, uns als Theatergruppe, als Musicaltruppe oder Schauspieltruppe einfach präsentieren. Und ich denke, es ist auch für die kulturelle Vielfalt hier in Bruck, die ja wirklich sehr groß ist, auch eine Bereicherung. Das Kulturleben in der Kulturstadt Bruck an der Leiter wird durch die Theatermeile sehr belebt. Wir haben heuer die 3. Theatermeile und toller Erfolg. Der Start schaut schon sehr gut aus, blauer Himmel, Sonnenschein, und es steht hier einen vergnüglichen Theaternachmittag nichts mehr im Wege. So oft hat man nicht die Chance, im Hof, im Garten vorm Schloss Harrach einfach sich aufhalten zu dürfen. Wie kam das Ganze denn in den letzten Jahren an bei den Besuchern? Wir haben gestartet und wussten nicht, wie das ankommt. Und als wir gesehen haben, dass es gut ankommt, haben wir gesagt, okay, das kann nicht alles gewesen sein. Wir probieren das Jahr darauf noch einmal, und wenn es gut ankommt, dann lassen wir das als ständige Einrichtung laufen. Und da es wieder gut angekommen ist, haben wir jetzt gesagt, wir wollen alle 2 Jahre die Brucker Theatermeile veranstalten.